genauso auch Sampras Boris geben. Deswegen kann man sagen, dass sie echte Tennisfreunde sind, also was das Spiel betrifft und wie sie eigentlich Tennis spielen. Wir sprachen vorhin kurz über die Bilanz. Hier kurz der Blick auf den Schiedsrichter. Rudi Berger aus München wird 40 Jahre alt und wird morgen ein Klassentreffen verpassen, wie er uns erzählte, weil er auf jeden Fall ein Halbfinalspiel schießen wird. Er bittet um Verständnis für seine Klassenkameraden. Das will ich heute schon einfach mal tun. Liebe Freunde, habt Verständnis dafür, dass der Rudi Berger morgen nicht kommen kann. Natürlich, ein Halbfinale zählt eine ganze Menge und er muss ja schließlich seinem Beruf nachgehen. Aber er wird das nachholen, irgendwann dieses Treffen. Zurück zur Partie und zur Bilanz der beiden. 2:1 steht es für Boris Becker. Die beiden trafen zweimal in Stockholm aufeinander, im vergangenen und in diesem Jahr. Und da siegte Becker 7-5, 7-5 im Jahre 91 und 6-4, 6-4 im vergangenen Jahr. In Indianapolis war es ein ganz interessantes Spiel. Da hatte Becker einen Satz verloren, kam im zweiten dann wieder auf. Aber die Hitze, es war eine riesen Hitzeschlacht in Indianapolis und da musste Boris Becker dann doch eine Niederlage hinnehmen. Aber wie er uns danach sagte, er war fit für die US Open. Er konnte voll durchspielen, wenngleich er dann doch wegen einer Verletzung diese US Open nicht so erfolgreich hat bestreiten können. Die Zuschauer haben Boris Becker frenetisch begrüßt, haben ihn angefeuert. Die Plakate haben sie am Anfang unserer Übertragung gesehen und nun wird es gleich losgehen. Im Übrigen will ich Ihnen auch sagen, dass ein Deutscher auf dem Schiedsrichterstuhl im Tennis nichts Ungewöhnliches ist, wenn er ein Spiel mit deutscher Beteiligung schießt. Das ist international üblich, ganz anders als zum Beispiel im Fußball. So, nun kann die Partie beginnen. Boris Becker gegen Pete Sampras und der Amerikaner wird sogleich servieren. Bitte Ruhe. Hören Sie sich diese Stimmung hier an in der Frankfurter Festhalle, die bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Echte Davis Cup Atmosphäre hier in Frankfurt. Bitte Ruhe. Pete Sampras bringt mühelos dieses erste Aufschlagspiel durch, geht in Führung mit 1:0. Die Plätze annehmen. 1:0 Führung für den Amerikaner Pete Sampras, den Weltranglisten 6. Und Boris Becker wird gleich aufschlagen.
15. Pech für Becker, der aber sehr konzentriert beginnt. Hohe Quote erster Aufschläge, das war auch gestern so im Match mit Michael Stich. 79% erster Aufschläge, eine sehr hohe Quote für den Deutschen. 40-15. Bitte. Spiel. Das macht er ganz souverän. Fünfmal schlug er auf, fünfmal kam der erste Aufschlag. Die Folge dessen sehen wir hier eingeblendet. Der Ausgleich. Eins beide im ersten Satz. Das war die Stimme von Rudi Berger, der den Ball ausgab. Dem Linienrichter war die Sicht verdeckt. Da hat er dann noch ein bisschen gepustet, der Ball haarscharf im Raus. Hätte er sich beinahe verrechnet. Bitte.